Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part des Best of Liga 2 hier im Arena Battle 3. Heute kommentiert für euch der liebe Zusane. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer den Link und deswegen guckt gerne mal rüber, wenn euch gefällt, was der Gute so angestellt hat. Viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen hier zum Arena Battle 3. Um genau zu sein, befinden wir uns hier in Liga 2. Ich bin euer heutiger Kommentator, ich bin's The Saint V und ich habe hier für euch zwei sehr spannende Matches, die wir jetzt hier in dieser Episode uns anschauen werden. Doch zunächst einmal sehen wir den Kampf zwischen Kaitos und Roggi. Kaitos natürlich mit ihrem sehr starken Bodenteam und ich bin schon gespannt, mit was die hier leaden werden. Also zunächst sehen wir natürlich, was Roggi leaden wird. Wir sehen es jetzt hier gleich nochmal. Er wird nämlich rausschicken seinen Götterboten. Götterbote müsste sein Botoge sein, weil sich in seinem Team befindet. Absolut korrekt. Das heißt, er könnte jetzt gleich rein theoretisch mit beispielsweise schon Stachlern Beginn. Wir sehen es hier, Nidoqueen kommt raus von Kaitos, das heißt Nidoqueen könnte jetzt auch theoretisch auf eigene Hazards gehen, auf Stealthrocks gehen. Wir sehen es, Botoge geht auch schon auf den Stachler, schon mal sehr interessant hier zu sehen. Mal gucken, mit was hier geantwortet wird, könnte auch auf Rockslide oder sonstiges gehen. Hier werden die Tarnsterne rausgeworfen, also auf beiden Seiten jetzt Hazards, die potenziell gefährlich werden können für jeden Gegner. Nur Lepumentas könnte, glaube ich, bei Kaitos die Stachler abfangen, beziehungsweise halt eben nicht davon getroffen werden. Wir sehen es, Gefriertrockner kommt raus, das müsste Nidoqueen abfangen können. Wir sehen es, relativ gut abgefangen wurde es auch. Nidoqueen kommt mit dem Brüller, das heißt so ein bisschen Damage rausbekommen auf die ganzen anderen Pokémon von Roggi. Lunastein wird rausgewählt, ist jetzt nicht das beste Pokémon, welches hätte rauskommen können nach dem Brüller, ist aber in Ordnung, wird ein bisschen angechippt jetzt hier von den Stealthrocks, die rausgelegt wurden, von den Steinen. Nidoqueen kommt raus, mal gucken, in was hier reingewechselt wird. Wir sehen es hier, Bess kommt rein. Bess ist in dem Fall Lepumentas, ist ein guter Switch gewesen. Eisstrahl kommt aber auch, das wurde predicted, dass ich glaub's ja wohl nicht. Jetzt Lunastein mit Eisstrahl, aber ich glaube, das könnte Offensivweste sein, wenn ich mir den Damage richtig anschaue. Das heißt, macht doch fast gar keinen Schaden. Ich dachte mir, richtig gut predicted, vielleicht auch einfach nur auf Nidoqueen gegangen, aber es war auf jeden Fall ein guter Move. Assaultweste aber war auch ein guter Play, hier auf Lepumentas zu setzen. Er schickt hier den Coilmaster rein. Wir sehen es, Dieter Bohlen himself. Raikou kommt raus und wir sehen es, Spukball wird eingesetzt hier von Lepumentas. Direkt wird hier auf den Angriff gegangen, falls natürlich das Lunastein drin bleibt. Das macht soliden Damage. Wir sehen als Item hier die Leftovers auf dem Raikou. Das heißt, womöglich ein etwas defensiveres Raikou, vielleicht ja auch ein Cormind Raikou, man weiß nicht, Delegator Cormind oder so, wir werden es sehen. Lepumentas wird rausgeswitcht, dafür kommt wieder das Nidoqueen rein. Mal gucken, wie Raikou dagegen vorgehen kann. Wir sehen es, Magnetflug kommt raus. Magnetflug kommt raus. Die Boden-Pokémon können jetzt, oder besser gesagt, die Bodenattacken können Raikou jetzt relativ egal sein. Magnetflug, interessante Attacke, die da rausgesetzt wird. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Überreste, Gift, Schleim, jetzt auch bei Nidoqueen. Beide heilen sich so ein bisschen hoch. Beide saugen sich nochmal ein bisschen Energie mit auf. Wir sehen es, Regentanz kommt raus. Hier kommt der Regentanz raus. Ich bin ultra gespannt. Regentanz von Raikou. Raikou auch am Schweben. Das heißt, Bodenattacken. Ciao, Bella. Brauchst gar nicht mit ankommen. Giftspitzen werden auch von Nidoqueen gelegt. Auch sehr stark für den Rest des Matches. Rein theoretisch. Wir wissen ja auch gar nicht, ne, was da passieren wird. Aber Giftspitzen, wir sehen es ja, ein bisschen Chip auf alle Pokémon drauf bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt von Raikou sehen werden. Ja, ich bin auch gespannt, was wir natürlich von Kaitos sehen werden. Von Lady Kaitos, was sie in der Situation macht. Wir sehen es. Meteorologe kommt auch raus. Hat man auch so ein bisschen mit rechnen können. Jetzt schauen wir einfach mal, wie viel Schaden das macht. Das sollte gut Damage machen. Es kommt von einem Raikou. Es ging Nidoqueen. Und es reicht auch tatsächlich aus, um das Nidoqueen zu besiegen. Ja, Meteorologe an dieser Stelle. Eine Attacke, die auch sowieso unter Regentanz dann zu einer Wasserattacke wird. Nidoqueen ist raus. Raikou holt sich da den Kill gegen Nidoqueen. Und jetzt kommt Hesat rein. Ich weiß nicht ganz genau, wie man die Nicknames vorliest. Wahrscheinlich ist absolut falsch. Das ist sein, oder ihr Rihornio an der Stelle. Okay, Rihornio, interessanter Switch. Jetzt kann ja einfach Meteorologe wieder kommen. Ist halt auch vierfach schwach. Vielleicht sehen wir ja irgendwie so eine Anti-Wasserbeere oder so. Irgendwie so eine Variante. Ob es dann auch ausreicht, weiß ich nicht. Nein, hier wurde einfach das Rihornio reingeswitcht, um es sterben zu lassen. Wie frech ist das denn? Rihornio einfach in den Tod geschickt. Es heilt sich wieder so ein bisschen Raikou auf. Das heißt, ja, Raikou jetzt momentan auf dem Killing Spree und so. Vielleicht wurde es auch einfach nur reingeschickt und jetzt vielleicht so ein bisschen Regentanz natürlich auszustrollen. Könnte natürlich an der Stelle auch gewesen sein. Aber irgendein Plan wird dahinter natürlich verfolgt. Meteorologe kommt gegen Lepumentas, welches höchstwahrscheinlich die Offensivweste drauf hat, wie wir es gerade schon gesehen haben. Und da sehen wir dann auch am Damage. Höchstwahrscheinlich wird es auch so gewesen sein. Psychokinese, ja, das muss jetzt vielleicht ein Crit sein, um genügend Damage zu machen, um damit irgendwas zu. Na, nee, der Damage ist nicht genug. Raikou hat halt eben auch eine gute Base Special Defense. Von daher. Da kratzt sich Raikou kurz am Kopf, so viel ist das nicht. Magnetflug kommt auch wieder direkt raus. Ja, das heißt, dass weiter natürlich die Bodenattacken hier wirklich gar nichts können. Bleibt aber Kaitos weiter auf Psychokinese hier, wechselt gar nicht den Angriff. Und wir sehen es, der Crit! Der Crit kommt raus! Und der könnte jetzt wirklich crucial sein. Der Crit könnte jetzt wirklich sehr wichtig gewesen sein, das muss man sagen. Weil jetzt der Regentanz nicht mehr da, Meteorologe macht nicht mehr so viel Schaden. Er geht auf Regentanz und damit müsste er, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Schaden das jetzt mit Psychokinese macht, aber es könnte jetzt, glaube ich, mit einer guten Roll sogar ausreichen. Komm, sag mir, Kaitos, du bist auf Psychokinese geblieben. Psychokinese kommt raus, jetzt bin ich sehr gespannt. Reicht das aus? Habe ich das richtig gesehen? Ah, oh, das könnte knapp werden? Nee.
kriegt jetzt den Special Defense Drop, der hätte ein bisschen früher kommen können für sie. Das ist ärgerlich gelaufen an der Stelle, Ringtanz auch wieder draußen. Das bedeutet also, Meteorologe wird jetzt weiter durchgespammt und so. Und dann ist weiter Raikou auf einer Killing Spree, weil Epomenta sollte das jetzt hier nicht aus, sollte das auf jeden Fall jetzt nicht tanken können. Das Gute an der Stelle ist halt eben, Raikou hätte für die Möglichkeit, dass jetzt irgendein Special Attacker noch an der Stelle bei Kaidos drin ist, könnte es dafür sorgen, dass Raikou natürlich jetzt hier ein bisschen in Gefahr steckt. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, kann Raikou jetzt einfach weiter auf Meteorologe drücken und jedes Pokémon wird da auf jeden Fall KO'd. Sehen wir hier, Focus Sash bringt er jetzt, ist ja auch egal, aber Sucker Punch vielleicht. Ja, wir sehen jetzt Sucker Punch, Tiefschlag, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Es reicht nicht aus! Ja, wirst du denn verrückt? Ja, wirst du denn bekloppt oder was? Es reicht nicht aus! Was ist das für ein Drama? Ein Krimi! Wir schauen hier keinen Pokémon-Kampf, das ist ein Krimi! Es reicht nicht aus, der Tiefschlag, und damit bleibt Raikou halt eben am Leben. Und das, obwohl hier eigentlich alles richtig gemacht wurde von Kaidos. Das muss man ihr lassen. Jetzt hoffentlich hat sie noch eine Prio. Ich kenne jetzt nicht alle Pokémon hier direkt im Kopf. Wir sehen hier einen Skorgler. Hat Skorgler eine Prio? Ich glaube nicht. Muss jetzt wahrscheinlich hoffen, dass das vielleicht nicht ausreicht mit dem Evilite oder so. Ich bin mir da auch ehrlich gesagt nicht so sicher. Könnte sein, weil es halt Non-Step ist, aber es ist immer noch sehr effektiv. Und Regentanz geboostet. Und damit geht auch Nutdown Skorgler. Also ich glaube, ich brauche hier nicht zu viel erzählen, wenn das hier eigentlich das eigentlich gewesen sein musste. Aber man sagt ja immer, niemals den Plagen entsagen. Pokémon Mystery Dungeon sei gegrüßt an der Stelle. Von daher, es ist womöglich, es gibt vielleicht noch eine kleine Chance. Das letzte Pokémon in dem Fall ist Silvelli. Ist es überhaupt ihr letztes Pokémon? Ich weiß nicht, war nie gut in Mathe. Ist Silvelli, ja, ist es tatsächlich. Meteorologe kommt auch wieder raus. Reicht das aus, um Silvelli zu besiegen? Ich befürchte eigentlich schon. Man wird es jetzt sehen. Es überlebt mit 6 KP. Und der Donnerblitz. Reicht der jetzt aus? Special Defense Drop. Ja, es reicht aus. Aber der, jetzt ist halt das Problem, dass Silvaro, dass Amigento sitzt halt auf 6 KP. Das ist nicht viel. Immerhin nicht zu 0, kein Whitewash an der Stelle gewesen. Götterbote kommt aber raus. Ja, also ich sag mal, zumindest so ein bisschen Kosmetik getan. Boah, das kriegt übelst Damage von Staffrock. Ein bisschen, muss man ja sagen, ein bisschen Ergebnis Kosmetik getan. Das Ergebnis sieht nicht mehr so schlimm aus nach dem 5:0. Aber man muss auch an der Stelle sagen, wäre der Spedef Drop ein bisschen früher gekommen und so. Ja gut, hat auch einen Crit bekommen und alles mögliche. Es war halt schon Roggy an der Stelle, das war halt schon richtig krass gespielt, du hast ein wirklich mega gutes Raikou gehabt, auch Kaidos an der Stelle, eigentlich gut gemacht das Ganze, ich weiß nicht ganz genau, warum Rihorn ja weggeworfen wurde, womöglich für den Regentanz, ja, hätte man vielleicht schon direkt in Lipomentas gehen können, rein theoretisch, aber wir kommen jetzt auch schon direkt in den nächsten Kampf, braucht ja gar nicht so viel drum herum sprechen, wir sehen es hier, Zeef spielt mit seinen Stahl-Pokémon hier gegen Yashi, hoffentlich auch ein sehr spannender Kampf an der Stelle, mir wurde nämlich gesagt, das sind zwei extrem spannende Kämpfe, die ich hier kommentiere, von daher, wir schauen einfach mal, es geht auf in den Kampf, mal schauen. Ich hoffe auch, ich kann mir die Namen merken. Ich bin schon sehr froh, dass ich das geschafft habe bei Kaidos gegen... jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Karl-Heinz wird rausgeschickt hier von Zeef. Das ist in dem Fall Kobalion. Und jetzt wird Slytherin... Ja, Nicknames waren immer meine Stärke, Leute. Also wird hier auf jeden Fall das Celesel rausgeschickt. Manchmal habe ich auch ein bisschen Probleme, auch die deutschen Namen zu sagen. Bitte, ja, versucht mir da irgendwie so ein bisschen näher zu kommen. Wir sehen es hier, von Celesel kommt auch Toxin raus. Das Krasse daran ist, durch die Fähigkeit Korrosion werden auch Stahl-Pokémon davon erwischt. Mal gucken, was mit Karl-Heinz jetzt passiert. Karl-Heinz setzt Voltwechsel raus, geht hier raus, holt so ein bisschen Momentum rein gegen das Celesel, gegen das Amphira ist es auf Deutsch. Ja, das konnte ich mir auf jeden Fall noch merken. Hier, Raffel kommt dafür rein. Raffel ist an der Stelle das Heatran. Ein guter Play, ja, für sonstige Feuer Attacken und so weiter. Das nimmt Raffel natürlich auf. Da schluckt es eben kurz runter, als wäre es nichts gewesen. Wir schauen mal, Amphira wird natürlich rausgeswitcht. Was soll Amphira groß machen gegen einen Heatran? Und Leopard 2A7 wird reingeknallt. Was auch immer das für ein Code ist. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendein Passwort von ihm ist. Erdkräfte kommen raus. Mal schauen. Ja, ich bin ja immer so ein Freund von Hex und so. Vielleicht kommt der ja sogar Hex durch. Kommen sie nicht. Erdkräfte, relativ soliden Schaden. Da kann aber Heatran natürlich nicht drin bleiben gegen so einen Turtok. Turtok haut das Ding erstmal weg, wenn das halt eben drin bleibt. Der wird ja auf Empoleon gehen. Empoleon soll halt eben seine Aurasphäre wird eingesetzt. Ich dachte jetzt wirklich, ich hätte echt, hier kommt irgendwie eine Wasserattacke. Aber wir sehen's, das kann Empoleon mal eben so wegschlucken. Das ist auch gar nichts für Empoleon. Da macht Turtok auch nichts. Da setzt es sich lieber in den Pokéball zurück vor Angst. Da kommt Schlappohr raus. Everybody's favorite Pokémon Waifu. Also außerhalb der ganzen Trainer Cynthia und so weiter. Wir sehen Knockoff. Wir sehen aber auch daran natürlich, dass wir hier ein mega Schlappohr haben. Das heißt, der Knockoff hat hier nicht so viel gebracht. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt. Sehen wir direkt den Fake-Out oder wird hier ein Ballsy-Play gemacht und es geht hier direkt in High-Jump-Kick, weil er sich so denkt, so komm, das böller ich jetzt hier weg. Ne, jetzt kommt der Ableit-Dieb. Reicht der aus? Haben wir hier physisch-defensives Investment? Es reicht nicht aus, um zu besiegen. Und jetzt will ich sehen von Empoleon. Komm, mach es kalt. Mach es, komm, Siedewasser. Nee, mach es nicht kalt, mach es heiß. Komm, verbrenn es. Komm, verbrenn es. Oh, keine Verbrennung an der Stelle, kein Burn. Schade. Um ein bisschen Damage rauszubekommen, wird hier die Wasserdüse eingesetzt. Aber Ableit-Tieb halt natürlich nur noch auch nur ein bisschen. Gut, 21 KP noch bei Empoleon. Das hält natürlich eigentlich fast gar nichts. Aber zumindest, das Empoleon ist jetzt raus.
Aber das Gute an der Stelle ist halt eben natürlich für den Thief, dass Schlappohr jetzt hier auf sehr wenig KP steht. Das bedeutet also, jetzt kann er hier einen Kaguru reinschicken, also sein Celesteela Kaguron an der Stelle. Ein sehr gefährliches Pokémon auch für Schlappohr, auch wenn Schlappohr an sich... Jetzt kommt Kosmikkraft? Das ist eine Attacke, die sehe ich sonst nur bei irgendwelchen komischen random NPCs oder so, in irgendwelchen Playthroughs. Hier kommt Kosmikkraft, um sich das Pokémon, damit Schlappohr hochgeboostet wird. Hätte ich jetzt hier nur so eine Mischung aus Steigerungs-Sieb mit Kosmikkraft gesehen, Leute. Ich wäre hier vom Stuhl gefallen, Leute. Wir sehen es Akrobatik von Kaguron. Also kein Item auf Kaguron, würde ich mal schätzen. Reicht das aus? Es reicht nicht aus! Es reicht nicht aus! Kosmikkraft war der Play. Schlechthin. Tortomice haben wir auch gerade gesehen von Kaguron. Das heißt, Kaguron ist jetzt auf jeden Fall ziemlich schnell. Reicht das aus von dem Hochheilen? Oh, ich weiß nicht. Reicht das aus? Ich glaube nicht. Nein, es reicht nicht aus. Wir sehen als Item aber tatsächlich die rote Karte. Rote Karte, Akrobatik, Autotomie, nicht schlecht. Es wird Turtok ausgewählt. Turtok muss nicht so schlimm sein, muss nicht so schlimm sein. Akrobatik, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Was für ein Turtok haben wir hier? Oh, das scheppert, das böllert. Siedewasser, komm, jetzt, gib, mach es zurück. Burn ihn, komm, ich bin Fan von Hex. Nein, keine Hex an der Stelle hier. Da muss Turtok rausgehen, Akrobatik und dann ist das Teil down, under the dome. Wird rausgeschickt, die Klingel, die Glocke, die halt Vitalglocke oder sowas gar nicht erlernen kann. Und zwar die Hebel gar nicht erlernen kann. Und Akrobatik sollte das mal easy wegtanken. Wir kennen alle Bronzong, wir wissen's, wir hassen's. Es nervt nur noch das Pokémon. Flammenwurf hat Kaguron natürlich aber auch. Hier wurde vorbereitet. Hitzeschutz oder... Oh, das könnte Hitzeschutz sein. Das könnte Hitzeschutz sein. Reflektor kommt raus. Guter Player an der Stelle. Klar, bringt nichts für den Flammenwurf, gar keine Frage. Aber sein Team ist gut gefährdet von Akrobatik. Da will er natürlich so wenig Damage, halt Damage Control irgendwie rausbringen. Flammenwurf kommt auch wieder. Mal gucken. Oh, was? Volltreffer. Ich, also ohne Scheiß, wenn das so wirklich weitergeht, kriege ich gleich einen Herzinfarkt mitten im Kampf. Das sind hier wirklich Plays. Das sind Kämpfe. Ich werde wahnsinnig. Lichtschild kommt auch raus. Und man muss es einfach so sagen, das Bronzong überlebt hier keinen weiteren Angriff. Krasser Volltreffer an der Stelle. Der war wirklich extrem wichtig. Dobby wird rausgeschickt. Also dieses, die Weite wie von Igamaro. Keine Ahnung, wie du da heißt. Auf jeden Fall, das Teil wird rausgeschickt. Wir sehen es hier. Akrobatik wird auch tatsächlich so gut predicted, aber Reflektor war halt eben draußen, was dafür sorgt, dass es nicht mehr so viel Schaden macht. Aber Akrobatik wird weiterhin durchgespammt wie nichts. Dieses Kaguron soll auf das Pokémon eindrechen. Bis zum geht nicht mehr. Egelsamen kommen raus. Ja, ne, das Pokémon soll einfach nur richtig auf den Sack gehen gegen das Kaguron. Kaguron auch nicht mehr auf so vielen Leben. Von daher könnten gegebenenfalls auch die Egelsamen ausreichen, das Kaguron zu besiegen. Wir sehen es jetzt aber auch gleich, ob der überhaupt raus switcht oder ob der drin bleibt. An seiner Stelle würde ich das Pokémon jetzt einfach opfern, aber es tut's nicht. Vielleicht haben wir ja irgendwas im Petto oder sowas hier von Thief. Wir sehen Not aus. Kommt raus. Das ist Scherox an der Stelle. Scherox ist ein interessanter Play. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, aber er predicted das tatsächlich. Geht raus mit der Weiterentwicklung von Igamaro, dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Und predicted den Switch zu Scherox. Und geht in Amphira. So, und jetzt hast du ein Problem, Scherox. Jetzt mach das mal. Giftschleim sehen wir auf Amphira. Scherox, nee, da hat er keinen Bock drauf. Not aus, geht auch direkt raus. Notausgang gefunden. Raus mit Scherox. Und da kommt Heatran rein. Guter Play an der Stelle. Macht er auch wieder. Na, Toxin geht er. Nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Vor allem hier, wir sehen es, wie gesagt, Korrosion ist hier eine Fähigkeit, die ihm ultra zugutekommt. Da wurde erstmal das Heatran-Schwert vergiftet. Das Amphira hält sich wieder so ein bisschen hoch. Und damit hat Amphira, ich glaube, das Beste gemacht, was es gegen Heatran überhaupt machen kann. Vor allem auch, weil das Heatran halt eben Air-Balloon trägt. Das heißt, wenn er sich irgendwie gedacht hätte, so komm, ich baller auf dem Teil jetzt irgendwie Hidden Power Ground oder sowas drauf für Heatran und so. Nee, nee. Da hat auf jeden Fall der Thief mit gerechnet. Turtok wird hier wieder rausgeschickt. Gegen das Heatran. Heatran geht auf die Tarnsteine. Geht ein bisschen auf das Spiel an sich, ja, ein bisschen auf das Late Game und so. Wir gucken einfach mal, ob die Tarnsteine auch sehr wichtig werden. Das Problem ist, an seiner Stelle war nicht ein Pokémon von ihm richtig angehittet. Ich weiß nicht mehr, ich habe Blitz-Alzheimer, ich vergesse sehr viel, das kommt im Alter. Heatran wird rausgeschickt. Kaguron kommt dafür wieder rein. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute gibt es jetzt da draußen, die gesagt haben, nimm mal Luft, Marcel und so, aber so kommentiere ich immer. Und Siedewasser sollte dieses Kaguron jetzt erstmal wegfegen. Und damit ist Kaguron erstmal weg. Er hat jetzt einfach als Deathfodder benutzt, warum auch nicht. Kaguron hat jetzt nicht mehr so viel hier zu sagen in dem Kampf. Von daher raus damit. Reflektor hört auch auf zu wirken. Da kann Notaus jetzt wieder direkt reinkommen. Mit seinen physischen Attacken kann er jetzt wieder ein bisschen mehr machen als vor dem Reflektor. Wir wissen es ja alle, ne? So, Scherox kommt direkt erstmal in die Mega-Evolution. Mit Turtok bleibt er anscheinend drin. Okay, mal gucken, was da jetzt passieren wird. Vielleicht hat er irgendwie so ganz komische Schnelligens wieder. Ich meine, ich erwarte jetzt hier alles bei den Kämpfen. Siedewasser aber. Oh, kommt jetzt der Burn. Der wäre heftig. Kommt jetzt der Burn. Oh, es kommt kein Burn. Und der Delegator. Der Delegator. Substitute wird eingesetzt. Ich meine, Siedewasser hat echt mega guten Schaden gemacht gegen das Mera-Scherox. Das heißt, er kann auch weiterhin auf Siedewasser bleiben. Kann auch gegebenenfalls damit seinen Turtok erstmal wegschmeißen. Der hat da nichts zu verlieren. Komm, er kann Turtok wegschmeißen. Hauptsache, der Delegator von Scherox halt eben erstmal raus. Wir gucken, was Scherox machen wird. Boostet er sich? Er boostet sich mit Schwertanz. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Bullet Punch reicht aber nicht. Turtok hat eine gute physische Defensive. Haben wir auch vorhin bei den ganzen anderen Attacken gesehen und so. Oh, ob der Patronib ausreicht? Auch +2 Step und so. Ja, Techniker geboostet.
Er reicht nicht aus! Er reicht nicht aus! Das ist ein Horrorfilm für Thief. Das reicht nicht aus. Ein Siedewasser-Chaot, jetzt ist Mega-Sherox. Alter, das ist der Wahnsinn. Was überleben hier die Pokémon? Was überleben die hier für einen Krieg, die Pokémon? Da wird echt der Hund in der Pfanne verrückt. Da kommt Karl-Heinz wieder raus. Das Kobalion. So, und das möchte jetzt natürlich das Turtok finishen. Wir sehen es hier auch den Ruckzucki. Das reicht auf jeden Fall aus. Da braucht man jetzt nicht irgendwie... Leute, wir brauchen jetzt hier nicht verrückt werden. Das reicht auf jeden Fall aus. Turtok ist an der Stelle schon mal besiegt. Wir kriegen ein bisschen ja, Gift-Damage auf Kobalion. Bugsy. Also Bugsy, ha, versteht ihr, Bugs Bunny, kommt hier rein, Schlappohr, mega Schlappohr. Das wird jetzt sehr blöd für Kobalion, das wird wirklich ziemlich blöd für Kobalion, aber auch nur, ja gut, das weiß er auch selber, der Thief geht hier auf Ruckzuck, das reicht halt absolut nicht aus. Das reicht halt absolut nicht aus. Sag mal, ist da physisches Defensivinvestment reingekommen bei Schlappohr oder was? Das hat ja überhaupt nicht, jetzt stellt euch mal vor, der wäre jetzt hier auf Ironhead oder so gegangen. Ja, das wäre schon echt gut gewesen, aber woher will man das denn wissen, dass Schlappohr auf einmal alles wegtankt? Woher will man das denn wissen, dass Schlappohr auf einmal sowas wegschluckt und so? Ja, Ableit-Team kommt jetzt auch wieder raus und ich glaube von den Damage, ja, absolut reicht das aus. Schlappohr, absolutes Monster an der Stelle, heilt sie auch wieder hoch. Ein Crit, ja, der hat jetzt nicht gemattert, aber hey, nochmal im ganz kurzen Strichliste. In der Strichliste kannst du einen Strich reinsetzen bei den ganzen Hacks, die hier passiert sind und so weiter in dieser Episode. Krank auf jeden Fall. Notre Dame wird reingeschickt, hoffentlich brennt der nicht. So, wir sehen es hier, Bronzong, der hat selber einen Bronzong, hat er. Und wir wissen ja, Bronzong, wie gesagt, tankt ja alles weg. Und das ist jetzt die Chance für Schlappohr, um sich hoch zu boosten, die er jetzt hier bekommt von Thief. Hoffentlich hat er irgendwie sowas wie Toxin oder sowas ähnliches da drauf. Gyroball, wie viel Schaden macht das jetzt, wo Kosmikkraft eingesetzt wurde? Boah, das ist nicht genug. Ableit-Typ halte sich eigentlich... Oh, Staffette. Kosmikkraft-Staffette auf Mega Schlappohr. Was denn das für Sets? Die siehst ja sonst nie. Wodka Boy, keine Ahnung, was für ein Name das ist. Wenn ich den versuche auszusprechen oder sowas, dann sage ich wahrscheinlich irgendwas auf irgendeiner Sprache und werde wahrscheinlich verhaftet. Wir sehen, sein Alola Geowatz kommt rein. Aber Gyroball, das macht nicht so viel Schaden mehr gegen so ein Alola Geowatz. Guter Switch und vor allem hat das jetzt auch noch Kosmikkraft-Boost drin. Magnetflug, ja, wie soll es auch anders sein? Ist doch egal, wenn da jetzt irgendwie so ein Thief kommt mit seinen Bodenattacken oder sowas. Das Geowatz fliegt, genau, Erdbeben, das hat er richtig prediktet. Das ist der Oberwahnsinn. Oh mein Gott, Steinpolitur. Jetzt wird's gleich ein Sweep, ich seh's doch. Leute, ich kenne solche Dinger. Ich kenne solche Dinger. Kosmikkraft geboostet, jetzt boostet oder jetzt knallt es sich da hoch noch mit Steinpolitur und so weiter. Das ist jetzt ultra schnell, das Teil. Er kriegt nicht den Speed Death Drop, leider. Aber das heißt leider, ich darf eigentlich gar keine Partei angreifen. Wir sehen es jetzt, jetzt kommt der Z-Move. Oh, meine Damen und Herren, das ist welcher Z-Move? Keine Ahnung, was das jetzt für kryptische Handzeichen sind, die er da macht. Was ist das? Ja, erhöht sich in Z-Kraft, alles schön und gut und so. Ja, nimmt seine Kraft zusammen. Was haben wir hier? Oh, der Gigavolt Fulkensalve. Also Gigavolt Havoc. Also wir wissen ja alle, die deutschen Namen klingen ja alle irgendwie so ein bisschen bescheiden und so. Da sage ich immer lieber die englischen Begriffe. Und mal schauen, wie viel Schaden der macht. Das sollte ja wohl nicht allzu wenig sein. Das ist immer noch ein Bronzong. Boah, Junge. Das ist aber immer noch, das ist mega heftiger Schaden. Mal gucken, ob er jetzt den Drop bekommt. Ist überhaupt wichtig. Ich weiß nicht, was Thief da als letztes Pokémon drin hat. Er bekommt es aber auch nicht. Ja, und jetzt setzt er Donnerschlag ein mit Alola Geowatz. Aber das sollte vielleicht nicht ausreichen. Oh, 6 KP. Gib ihm nochmal den Drop. Oh, wie gesagt, ich weiß nicht, was Thief da für ein letztes Pokémon hat und so. Könnte vielleicht sein, wo es halt eben relativ wichtig werden könnte oder sowas. Aber wir sehen es jetzt hier, dass Alola Geowatz schmeißt sich das Bronzong aus dem Feld. Und damit auch aus dem Leben absolut. Elektromagnetismus funktioniert mehr. Ach, Raphael war es. Ja, okay, Raphael an der Stelle. Raphael kann auch ein bisschen was machen eigentlich. Raphael kann es noch machen. Er könnte zum Beispiel ich versuche es gar nicht auszusprechen. Das Geowatz halt eben, ne? Ich komme hier überhaupt gar nicht richtig zu Wort. Könnte gegen Geowatz auf jeden Fall was machen. Er geht hier auf... Okay, Flammsturm. Trifft auch. Alles gut an der Stelle. Magnetflug bringt da nicht so viel. Aber, oh, der Schaden. Das ist echt... Oh, das tut weh. Das tut weh. Ich glaube, der hat auch gar keinen besseren Move wahrscheinlich mit Heatran. Oder dachte sich, vielleicht switcht er oder sowas, weil das Pokémon nicht wegsteckt. Ich kenne diese Momente. Ich kenne diese Momente, wo ich denke, okay, der Gegner wird safe switchen und so weiter. Und dann ist es sowieso nicht so. Flammsturm. Oder vielleicht hat es auch nur Flammsturm. Man weiß es nicht. Ich kann auch keine Gedanken lesen. Und auch nicht die Sets lesen. Oh, es reicht aus. Alola Geowatz ist down. Wieder ein bisschen Ergebniskosmetik. Aber wir wissen jetzt alle, er kann jetzt ein besonderes Pokémon aufs Feld schicken. Und das ist ja, wir sehen es jetzt hier natürlich, Mega Schlappohr. Und Mega Schlappohr sollte rein theoretisch jetzt kurz einen Prozess jetzt hier machen mit dem Heatran. Wir schauen nochmal eben, spitze Steine, knallen nochmal eben ein bisschen Schlappohr ab. Ableit-Hieb, komm, Drain Punch, wie viel machst du, mein Freund? Ja, meine Damen und Herren, das war's. Das war's hier mit den beiden Kämpfen. Damit hat jetzt Sie verloren und Kaitos verloren. Die beiden Leiter haben hier verloren an der Stelle. Es war mir eine Ehre, hier euer Kommentator zu sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Außerdem auch die beiden Kämpfe, denn die waren extrem krass. Das war's von meiner Seite aus. Haut da rein, Leute. Tschüss, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Kampf, müsste ich besser sagen. Zur nächsten Episode. Kuss, kuss.